Hallo, jetzt Teil 6 im Police Department. Es geht weiter. Und ich glaube, wir müssen in das Büro von den Stars. Okay. Sicherheitsrichtlinie zu ID-Karten. 16. September 1998. An jedes Mitglied der Truppe wurde eine ID-Karte ausgegeben. Mit dieser Karte können Sie ab heute alle Aufbewahrungskisten öffnen. Leihen Sie diese Karte nicht aus und verwahren Sie sie sicher. Wenn Sie Ihre Karte verlieren, ist der Verlust umgehend zu melden. RPD Gebäudemanagement. Okay. Gucken, ob man irgendwo so eine ID-Karte findet. Oh, da schreit einer. Zur Hölle war das denn? Das war kein Zombie. Hatte nix. Schon wieder weg. Zum Glück. Okay, geht wieder los. Nein! Lass mein Fuß! Das Sturmgewehr ist nicht sehr präzise. Okay. Das dauert. Na, das Fenster ist zu. Tee, bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Ein Passwort. Mal aufschreiben. Du bleibst liegen. Natürlich nicht. Nein. Oh. Was geht ab? Cool. Mist. Verschlossen. Okay. Oh, Sackgasse. Hei, hei, hei. Kugelschwamm. Nochmal einer. Hei, hei. Jo. Wer hat dich gefragt? Keiner!
Ja. Ich habe das Passwort doch aufgeschrieben von Teil 2. Oder diese... Ach, weiß es nicht mehr. Kraut. Muni. Schwer mit dem Messer in den Kopf zu stechen. Leon. 20. September. Festnahmebericht. Rodney Gray. Arbeitsloser. Tatverdacht: illegale Herstellung und oder Besitz von Sprengstoff. Schilderung. Der Verdächtige wurde beobachtet, wie er sich am 18. September 98 nahe Box Street 1442 auffällig verhielt. Der Verdächtige wurde einer Leibesvisitation unterzogen und es wurde ein kleiner Sprengsatz sowie ein Zeitzünder in seiner Innentasche gefunden, was zur Festnahme mit dem obigen Tatverdacht führte. Bei einer Hausdurchsuchung der Bleibe des Verdächtigen wurden 20 weitere selbstgebaute Sprengsätze in verschiedenen Stadien der Fertigstellung gefunden. Der Verdächtige war extrem agitiert und nicht bei vollem Verstand. Er sprach fieberhaft, als die Befragung begann. Einmal musste die Befragung wegen eines plötzlichen Kreischens des Verdächtigen unterbrochen werden. Als die Befragung wieder aufgenommen wurde, machte der Verdächtige folgende Aussage: "Ich hab's nicht für mich gemacht, sondern für euch. Warum kapiert das niemand? Die Leichen greifen aus der Dunkelheit an. Ein Sturm zieht auf, aber der Regenschirm taugt nichts. Man muss ihn in die Luft jagen. Oder ihr werdet mehr als nur nass. Wir brauchen mehr Bomben. Sie kommen, sehr bald schon. Müssen uns beeilen. Verbrennt sie, verbrennt die Leichen, verbrennt sie gut." Während der Befragung begann der Verdächtige sich heftig zu schütteln und setzte dann seinen Schreianfall fort. Die Befragung wurde beendet und ihm wurde ein Beruhigungsmittel verabreicht. Notiz: Aufgrund des instabilen psychischen Zustands des Verdächtigen ändert sich seine Aussage von Moment zu Moment. Sein Delirium machte jeden Dialog unmöglich. Wir warten derzeit auf die Ergebnisse eines ärztlichen Untersuchung seines Zustands. Die Sprengsätze von seiner Person und seiner Bleibe scheinen extrem kraftvoll. Als Sicherheitsvorkehrung wurde bei der Beweisaufnahme die Batterie eines Zünders entfernt. Die Batterie wird im Schließfächerraum verwahrt. Wes Trucker. Okay. Oh. Ganz schön krank, Kopf zu erschießen. Die Dinger nur mit Kameras umbringen. Wir machen keine Fotos. Ah! Oh! Da haben wir doch eine ID-Karte. Okay. Internes Memo. 22. September 98. Interne Büro Bedarfsverlegungsmitteilung. Ah, hier schon. Code. 9. Nach links. 15.
nach rechts. 7 nach links. Hitzebeständiger Tresor mit 3 Zahlenschloss. Vom Stars Büro in 2F ins Büro Westside 1F verlegt. Waren wir da gerade? Westside, ja. Die Kombination lautet. Bitte kombinieren Sie. Bitte Kombination sofort nach Erhalt ändern. Dann gehen wir doch gerade wieder zurück. Probiere gerade mal die ID-Karte aus und die Zahlenkombination. Hahaha. Rotes Kraut. Stern. Weg damit. Bleibt alle liegen. Ausprobieren. Check. Green. Oh, was ist da drin? Oh, nice. Gerade anbringen. Schick. Oh, gefällt mir. So, wie war das? Bis zur 9. Dann einmal rum die 15. Und zurück die 7. Bestätigen. Wupp, wupp. Gürteltasche, yeah. Oh. Bleib. Ach, das sind doch... Da, dahinter. Okay, daran. Da runter. Ja. Mal gucken, was drin ist. Munition. Mal gucken, ob es hier noch was gibt, was man aufsammeln kann. Keep out. Okay, ich soll also draußen bleiben, bleibe ich draußen. Oh, Munition. Kraut. Kann man nichts machen, okay. Die Tür ist das weiter. Ist mal eine seltsame Tür. Lassie, wir sind wegen Bart hier. Ja. Bereich ist sicher. Okay. Mal hier den Gang runterlaufen. Natürlich alles verschlossen. Nichts zu sehen, nichts zu finden. Dann gehen wir wieder zurück. Dann auf die andere Seite. Vielleicht gibt's ja was. Man weiß ja nie. Ah, hier ist noch verbarrikadiert. Okay. La 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 la. Das hält fit. Immer laufen, immer laufen. Weiter, weiter, weiter. Aha. Oh.
wieder den dunklen Gang runter. Ha, das sind mal Kralle. Die das verursacht haben. Ah! Oh Mann. Nette RPD-Begrüßung. Ah. Mit der habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah. Oh je. Ciao, ciao, Jungs. Kein Bock auf euch. Da. Da, 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 da. Da, 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 da. Also gehen wir mal hoch. Carlos, das Starsbüro ist geradeaus. Verstanden. Wir haben noch das Passwort. Oh, CAP. Nochmal. Was soll die Blockade? Hm, schon wieder ein grünes Code. C. A. P. Tada. Okay. Gibt's da noch was? Ne. Und hier? Auch nicht. Das eingesammelt. Hab schon vergessen. Okay. Ah. Ich schätze, wir tun's auf die explosive Tour. Okay. Drauf schießen. Nee. Nachricht an einen Freund. Hector, wenn du das liest, bin ich bereits tot. Wenn du irgendwelche Geräusche aus dem Spind hörst, mach ihn nicht auf, bitte. Während du auf Patrouille warst, habe ich mich darauf konzentriert, einen Weg zur anderen Seite zu finden. Ich glaube, dass Sprengstoff unsere beste Chance ist. Ich konnte einen Sprengsatz an die Wand anbringen, aber wir haben keine Batterie für den Zünder. Ich glaube, ich habe letzte Woche einen zum Schließfächerraum geschickt. Wir brauchen diese Batterie, wenn wir durch diese Wand wollen. Also bin ich nach oben, dich suchen, weil ich weiß, dass du den Schließfächerraum-Schlüssel hast. Gerade als ich aus dem Duschraum rausgekommen bin, wurde ich angegriffen. Einer von denen hat mich gebissen. Ich habe die Wunde ausgewaschen, aber mir geht's immer schlechter. Ich muss dir wohl nicht erklären, warum du den Spind auf keinen Fall aufmachen darfst. Bitte mach dir keine Sorgen um mich. Mach einfach, dass du selbst so schnell wie möglich hier rauskommst. Dein Kumpel Wes. PS, mach dir keine Gedanken wegen der $600, die ich dir geliehen habe. Betrachte sie als Geschenk an. Viel Glück, Kumpel. Ja, dann muss ich wohl hoch. Das lasse ich aber hier. Dann habe ich Platz für die Batterie im Inventar. Nein, 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 wo? Lieber nicht. Warum? Komm! Okay. In Resident Evil 2 kann man diese Tür aufmachen. Alles clear. Schlüssel. Haben wir jetzt eine Abkürzung freigeschalten? Hey, 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 hey.
Ist da nicht ein Passwort auch? Ach, guck mal auf meinem Spickzettel von. Vom zweiten Teil. War ja witzig, wenn es klappt. Und M. Yep. Ah, okay. Ammunition. War das jetzt für einen Schlüssel? Ach, okay, ja. Schließfächer. Ah, Junge. Erschreck mich doch nicht. Ah, bleib da oben. Okay, du nimmst die Abkürzung. Schade, dass denn hier nicht Macho wurde. Ja, da legst du nieder, hä? Ah, nein, 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 nein. Hackfresse. Ja, Mann, Hackfresse. Ja, schlaf gut. Ab für immer. Hei, hei, hei. Machen wir erstmal die Tür auf. Dann gehen wir da rein, dann können wir uns verarzten. So. Okay. Das dürfen wir auch gerade. Nein. Kombinieren. Wegwerfen. Jo. So, also haben wir die Tür hier aufgemacht für den zweiten Teil. Okay, das haben wir ja schon. So. Batterie 104 106 109. Keine Waffe drin? Eins, null. Wie war das jetzt? Die 4, 6, 9. Müsste mal alles da haben. 1, 0, 4. Enter. 1, 0, 6, Enter. Eins, null, neun, Enter. Gotcha! Sehr wichtig, die Batterie. Meins. Für Sturmgewehr braucht man sehr viel, wie man sieht. Zu Papa. Zwei Granate. Aha. Ja, voilà. Dann gehen wir wieder hoch. Ah. Ja, nochmal einer runtergefallen. Ei, ei, ei. Wollte ich was weglegen? Nee. Ich speichere mal ab. Because you never know. So. Nein, ich wollte dich doch umboxen. Okay. Dann also. Halt
so. Carlos, ich bin fertig mit dem Computer hier. Ich komm zu dir. Verstanden. Elektronikgerät. Kombinieren mit der Batterie. Tick-Tack, Tick-Tack. Okay. Das war sehr kurz, ey. Okay. Nein! Oh, eine Granate da gewesen. Hätte Fahrradkette. Drei? Ah. Upsi! Mann, beliebt sein ist hart! Wie? Jo. Komm her. Okay, alles noch gut. Noch mehr Muni. Wie, wo, was? Halt. Schnellzugriff, hier. Jo. Flashback. Okay. Genau. Ist das sonst noch was? Hm. Hier ist das Büro. Regnet's schon? Special Tactics and Rescue Service. Okay. Ich möchte dahinter erst noch um die Ecke gucken. Ah, keine Tür. Was gibt's hier? Nicht. Aber hier. Ab ins Büro. Dr. Barth. Oh Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schick einfach die Stars. Die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. RPD ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht. Die bringen all ihre Forscher um. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann! Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc orten kann. Dann orte mal, Digga. Das wird etwas dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Alles klar. Truhe, jawohl. Gibt's da auch eine Schreibmaschine? Okay.
Okay, das war jetzt. Hätte ich lieber grün und rot mischen sollen, anstatt grün und grün. Naja, so ist es. Nehmen wir mit. Ach, die Tür ist ja noch auf. Aha. ID-Karte benutzt. Was ist drin? Oh nee. Aber sonst, hier gibt's ja nichts. Also. Ist das Jill da vorne? Oh, das kann man aber schlecht erkennen. Sehr dunkel. Also hier. Bericht über den Villen-Zwischenfall. Dieser bizarre Vorfall ereilte sich in einer Villa der Umbrella Corporation in den Arklay-Bergen. Das Bravo-Team der Stars wurde am 23. Juli entsendet, um eine Reihe von mysteriösen und grausamen Morden zu untersuchen. Aber der Kontakt zu ihnen riss unerwartet ab. Am 24. Juli wurde dann das Alpha-Team ebenfalls entsendet und die Ergebnisse in der nahegelegenen Villa entwickelt. Verwickelt. Ah, und in die Ereignisse in der nahegelegenen Villa verwickelt. Hei, hei, hei. Der Vorfall gipfelte in der Zerstörung der Villa. Es gab zahllose Opfer. Die einzigen Überlebenden waren 5 Mitglieder der Stars. Die Ereignisse lassen sich auf illegale Biowaffenexperimente im Umbrella-Labor unter der Villa zurückführen. Das T-Virus, das in diesen Experimenten verwendet wurde, konnte die Anlage verlassen. Es wird angenommen, dass es die Grundursache all dieser Vorfälle ist. Jedoch wurden alle Beweise zusammen mit der Villa zerstört, was weitere Untersuchungen extrem schwierig gestaltet. Oh. So, hast du was gefunden? Hallo. Es war da, da. Da gibt's auch nichts mehr. War da noch ein grünes Kraut oder war das rot? Grün. Granate? Habt ihr gar nichts gesehen? Oh je. Okay. Und was nun? Ah, ich geh mal raus. Ja, was ist? Ein Gleis? Jemand verletzt? Jill? Was? Jill! Jill, was war das? Sag was! Tee, ich muss los. Tu, was du musst. Ich kümmere mich um Bart. Nur ich überlebt. Scheint so. Granaten. Okay.
Trinity. Gunner fliegt mit einem eigenen Antriebssystem zum Ziel. Ah, okay. Spray. Mehr Minengranaten. Ist da noch was? Tür. Da mal reinschauen noch. Ankündigung zu neuen UBCS-Waffen. Gute Neuigkeiten, Schlappschwänze. Ich habe ein paar neue Waffen für euch, mit denen ihr garantiert euren Mann stehen könnt. Sie heißen Minengranaten. Diese Schätzchen wurden von der Umbrella Militärforschungseinheit entwickelt und werden euch heißer machen als euer Schatz, der zu Hause auf euch wartet. Sie sind schwer zu finden und etwas knifflig in der Handhabung, aber vertraut mir, sie sind es wert. Okay, schauen wir uns mal die Daten an. Minengranaten wurden für den Gebrauch mit Standardgranatwerfern konzipiert. Versucht ja nicht, sie in was anderes zu schieben. Feuert sie gegen eine Wand oder den Boden und sie bleiben genau da kleben. Der Sensor in der Mine erkennt, wenn sich ein Gegner nähert und explodiert, wenn dieser in Reichweite kommt. Werft sie also einfach einem Gegner in den Weg und ihr habt eine Landmine. Unfair gibt es im Kampf mit diesen Riesenfreaks nicht. Also geht da raus und kämpft schmutzig. Alrighty. We'll do that. HP 1, 2. Ja komm, das sollte reichen. Das Waffenarsenal, ey. Das geht wieder rein. Pistolenmunition. Okay, dann speichern wir ab und dann ist das Teil 6 gewesen. Ja, bis zum nächsten Mal.